Als kurz vor Transferschluss der Premier League Club Brighton & Hove Albion bekannt gegeben hat, dass sie den Deutschen Dennis Undorf verpflichtet haben, mussten viele Fußballfans erstmal googeln, um wen es sich dabei handelt und waren zu Recht ein wenig überrascht. Aber nachdem sich dann die meisten die Statistiken des 25-Jährigen angeschaut haben, wurde die Überraschung schnell zu Jubel umgemünzt und ein weiterer Deutscher findet seinen Weg in die Premier League. Aber was diese Geschichte umso besonderer noch macht, ist, dass Dennis Undorf vor ein paar Jahren noch für den SV Meppen in der dritten deutschen Liga auf Torejagd gegangen ist und jetzt, Stand jetzt, ein neuer Spieler für Brighton & Hove Albion ab nächster Saison sein wird. Wie es zu dieser unfassbaren Story gekommen ist und warum der Weg für Undorf noch lange nicht gegangen ist und ob er vielleicht eine Option für das deutsche Nationalteam ist oder vielleicht für die türkische Nationalmannschaft, das besprechen wir alles in diesem Video. Viel Spaß! Und falls euch solche Fußball-Stories gefallen, könnt ihr natürlich gerne eine Bewertung da lassen und den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Und schreibt mal eure Meinung zu dieser besonderen Geschichte in die Kommentare. Aber beginnen wir wie immer am Anfang. Dennis Undorf wurde 1996 in Achim, südöstlich von Bremen, geboren und wuchs dort auch auf. Seine Familie kommt aus einer südosttürkischen Provinz, außerdem hat er noch kurdische und auch syrische Wurzeln. Undorf begann früh mit dem Fußballspielen bei seinem lokalen Club und kam dann aufgrund der Nähe auch zum SV Werder Bremen, wo er es aber nie in die Kampfmannschaft geschafft hat und andere Wege gegangen ist. Er war unter anderem beim SC Veje und beim TSV Havelse und ging dann schlussendlich zur Eintracht Braunschweig. Bei der Eintracht kam er aber auch nie über die zweite Mannschaft hinaus, auch aufgrund von Verletzungsproblemen, und wechselte dann 2018-2019 in die dritte Liga zum SV Meppen. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit beim Club aus Niedersachsen konnte sich der Stürmer schnell einleben und wurde schnell auch zum Stammstürmer und konnte auch gute Statistiken vorweisen. Undorf schoss in seiner Zeit beim SV Meppen, die ungefähr zwei Saisonen dauerte, in 73 Spielen, 24 Tore und steuerte 16 Assists bei, und er spielte hauptsächlich als Mittelstürmer, hat aber auch ab und zu mal als hängende Spitze oder auch als offensiver Mittelfeldspieler gespielt. Das lockte auch Interesse aus dem Ausland an und der belgische Zweitligist Royal Union war interessiert und wollte den talentierten Deutschen Richtung Belgien mitnehmen, um dort einen Aufstieg in die erste belgische Liga zu schaffen, und das machten sie auch. Nach der Auszeit aufgrund der Corona-Pandemie war Undorf der neue Stürmer von Royal Union. Zu den Belgien wechselte er ablösefrei und konnte dort nochmal eine Schippe draufsetzen im Vergleich zum Meppen und schoss in seiner ersten Saison mit dem belgischen Club 17 Tore und steuerte 6 Assists bei 26 gespielten Spielen und war maßgeblich daran beteiligt, dass der belgische Club den Aufstieg in die erste Liga schaffte. Aber das war noch nicht genug für Undorf und den belgischen Aufsteiger, denn in der aktuellen belgischen Saison sind sie momentan auf dem ersten Platz mit einem Vorsprung auf die Verfolger, und das als Aufsteiger, und Undorf ist einer der entscheidenden Leistungsträger, Torschützenkönig, führender momentan in der Torschützenliste mit 18 Toren und steuert auch schon 13 Assists bei, was der Wahnsinn ist in 25 Spielen, also jedes Spiel mindestens ein Tor oder ein Assist, und war damit mitbeteiligt am großen Erfolg, der momentan bei diesem Club herrscht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Spieler, der in der dritten deutschen Liga gute Statistiken vorweist, zerstört gerade alles in der ersten belgischen Liga und lässt Mannschaften wie Anderlecht oder FC Brügge komplett alt aussehen. Er gehört auch damit zu den treffsichersten Stürmern in ganz Europa, und es ist klar, dass dadurch auch sehr viel Interesse auf ihn gezogen worden ist, auch aus der deutschen Bundesliga und aus der zweiten Bundesliga. Aber schlussendlich hat es der Premier League Club Brighton & Hove Albion kurz vor Transferschluss bekannt gegeben, dass sie eben Undorf als neuen Spieler verpflichtet haben. Angeblich zahlen die Seagulls aus dem Süden Englands eine Ablösesumme von umgerechnet 7 Millionen Euro, was eine gewaltige Summe ist für einen Spieler, der vor ein paar Jahren noch in der dritten deutschen Liga gespielt hat, aber durch seine Statistiken eben extrem aufgefallen ist. Undorf wird aber die Rückrunde noch bei seinem belgischen Club spielen, er wird es noch dorthin ausgeliehen, um dann ab nächster Saison frisch für Brighton in der Premier League starten zu können. Ich würde diese Geschichte fast schon mit Jamie Vardy vergleichen, der ja auch erst sehr spät in den Profifußball gekommen ist oder zumindest in die Top-Ligen und dann alles zerschossen hat, also kann man vielleicht auch Dennis Undorf als den deutschen Jamie Vardy bezeichnen. Was natürlich auch ein tolles Kompliment ist für den Spieler, der immer wieder betont hat, dass er an sich geglaubt hat und noch Träume
gehabt hat, die er verwirklichen will, und momentan ist er auf einer Achterbahnfahrt, die nur bergauf geht. Und eine interessante Frage, die sich aufgrund seiner Leistungen momentan auftut, ist er ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft oder auch für die türkische Nationalmannschaft? Denn Undav könnte sowohl für die deutsche als auch für die türkische Nationalmannschaft spielen, aufgrund seiner Herkunft. Er ist in Deutschland aufgewachsen, hat aber eine türkische Familie, deswegen sind beide Nationalitäten möglich. Und während von der Seite vom DFB, also von Hansi Flick, noch nicht so viel dazu gekommen ist, ist Stefan Kunz, der aktuelle Trainer von der Türkei, der natürlich auch DFB-Vergangenheit hat, an Undav interessiert, um ihn eben in die türkische Nationalmannschaft zu rekrutieren, und war auch schon bei Spielen des belgischen Tabellenführers schon in Belgien zu Gast. Aber Undav hat immer betont, dass er ein Nationalspieler von Deutschland sein möchte. Sofern sich das jetzt nicht ändert und Kunz ihn umstimmen könnte, ist es eher wahrscheinlicher, dass er für Deutschland spielt als für die Türkei. Aber da muss man natürlich noch abwarten, denn bei der Türkei würde er natürlich wahrscheinlich jetzt eher Spielzeit bekommen als in der Nationalmannschaft, vorausgesetzt, also schießt das nicht alles wie bei Brighton, wie in seiner Zeit beim belgischen Tabellenführer oder beim SV Meppen. Die Geschichte von Dennis Undav zeigt mal wieder, wie schön der Fußball sein kann und dass es noch immer so diese Underdog-Story geben kann, vom SV Meppen in die Premier League innerhalb von ein paar Jahren. Da schreibt auch nur der Fußball, und das ist wirklich schön anzusehen. Man merkt ihm auch an, mit was für einer Freude er jetzt agiert, vor allem, dass er jetzt in die Premier League kann und sich gegen Cristiano Ronaldo und Co. messen kann, ist schon ein Wahnsinn. Und wie schon erwähnt, er ist nur 25 Jahre alt und hat noch einiges vor sich, und mit seiner Spielweise habe ich noch nicht so erzählt, aber er ist ein extrem guter Abschlussstürmer. Ich meine, das sieht man an seinen Statistiken, er schießt Tore zum Spaß eigentlich, und vorlegen kann er auch gut und hat eine extrem gute Stellungsspiel als Stürmer, steht immer richtig und kann die Tore eben auch gut abstauben und hat euch auch relativ schnell, also auf jeden Fall gute Attribute für einen modernen Stürmer. Das war mein Video zur Erfolgsstory von Dennis Undav. Würdet ihr ihn gerne im deutschen Nationalteam sehen, und habt ihr schon davor von ihm gehört? Seid ihr vielleicht auch Fans vom SV Meppen und habt vielleicht eine ganz besondere Meinung dazu, zu ihm, oder seid ihr da ganz anderer Meinung? Gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben und auch gerne das Video bewerten, wenn es euch gefallen hat, und auch den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao.